Sollte funktionieren. Locken. Gut. Gut, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Sitzung und bedanke ich natürlich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse. Ich bin Gianluigi Segalerba und bin Lektor am Philosophischen Institut der Universität Wien. Das Argument von heute betrifft, ich werde jetzt alles illustrieren, das heißt, keine Angst wegen der Überfahrt der Fotokopien, die ich verteilt habe, werde ich alles erklären, also hat einen Sinn, was ich verteilt habe, obwohl eigentlich dann wir vielleicht mit nicht so vielem werden beschäftigen sollen. Das Argument von heute betrifft die Seeschlacht, wie ich gesagt habe, denn die Seeschlacht ist, wie auch Sie sehen können in einem Buch, das jetzt verteilt worden ist. Es ist auch der Titel von einem Buch über Aristoteles. Das betrifft eigentlich ein Beispiel, ein Exempel, das Aristoteles macht in De Interpretatione 9, in Lehre von Satz 9. Ich werde jetzt auch das verteilen. Dieses ist das Buch, es ist eine Übersetzung von diesem Text des Aristoteles. Lehre von Satz könnte übersetzt werden und enthält auch einen ausführlichen Kommentar. Der Text an sich selbst ist sehr kurz und der Kommentar ist sehr groß, das heißt fast 400 Seiten, denn die Probleme, dieses Werk des Aristoteles stellt, sind sehr viele. Und besonders sind leider, oder glücklicherweise, je nach dem Geschmack, sehr, sehr, sehr viele die Probleme, welche in einem Paragraph, in einem Kapitel von diesem Text, Lehre von Satz, von Aristoteles gestellt werden. Das heißt, es ist der Text De Interpretatione 9, der berühmte und berüchtigte De Interpretatione 9, wo dieses Beispiel von der Seeschlacht gemacht wird. Ich kann das illustrieren, ganz kurz schildern, dann werde ich einige taktische Informationen geben. Zuerst, eben zu verdeutlichen, worüber es die Sitzung von heute Abend gehen sollte und worum unser Interesse sich drehen sollte. Das Beispiel von der Seeschlacht betrifft das. Nehmen wir an, dass von einer Aussage, Beispiel, morgen wird es eine Seeschlacht geben. Dienstag am 20. April wird es eine Seeschlacht geben. Ist dieser Satz wahr, falsch oder falsch? Aber das Problem ist schon jetzt wahr oder falsch? Wenn wir, diskutiert Aristoteles in diesem Beispiel, durch dieses Beispiel, nicht nur durch dieses Beispiel, wenn wir schon jetzt sagen, dass der Satz entweder wahr oder falsch, also sowieso geladen ist mit einem Wahrheitswert. Wahrheitswert wahr oder Wahrheitswert falsch. Das bedeutet, dass die Zukunft schon jetzt im Voraus bestimmt ist. Das heißt, von einer uneingeschränkten Applikation, Anwendung vom Satz von als geschlossenen Dritten, das eigentlich Aristoteles in einem anderen Werk thematisiert, wenn dieser Satz als uneingeschränkt gilt und auf eine unbegrenzte Art und Weise für die Zukunft, und das könnte auch gelten in Bezug auf die Vergangenheit, wenn etwas, das in der Zukunft, im Verhältnis zur Vergangenheit passiert ist, wenn dieser Satz als uneingeschränkt gilt, ist das Resultat der Determinismus. Und Aristoteles ist nicht gesonnen, dieses Resultat zu akzeptieren. Und das ist das Thema von der Interpretation 9. Dieses wirklich große, lange Kapitel, das wirklich, ich glaube, ohne Zweifel ist eines der meist diskutierten Texte des Aristoteles. Es wird gesagt sogar im Kommentar von Weidemann, dieser Text, aus dem unter anderem auch die Übersetzung stammt, das ich genommen habe, sie Ihnen verteilt habe, jetzt werde ich alles erklären,
Es wird gesagt, es sei der meist diskutierte Text überhaupt, das heißt dort. Das heißt, die meist diskutierte Textstelle. Die Stelle, welche die meisten Kommentare, Paragraphen, Artikel, Diskussionen, Streitigkeiten und so weiter kennengelernt hat. Da ist nichts, ob es statistisch wahr ist, könnte nicht sagen. Sicher ist, es ist immer diskutiert worden, es wird immer diskutiert, wird natürlich immer diskutiert werden. Es gibt immer wieder Bücher, Artikel, Aufsätze, und das hat begonnen vom Tod, vielleicht vor dem Tod des Aristoteles, an und hat sich fortgesetzt. Es ist unglaublich die Menge der Kommentare. Man wirklich wird sich verlieren. Bedenken Sie nur, um eine Idee zu haben, der Text von dieser Kommentar von Hermann Weidemann, der lange Zeit Professor in Münster war, ist ungefähr 400 Seiten lang. Mehr als seit 100 Seiten von diesem Kommentar sind diesen Paragraphen gewidmet. Mehr als 100 Seiten. Und wenn Sie das durchblättern, können Sie sehen, wie viele Kommentatoren von jeder Zeit wirklich Weidemann in Betracht zieht. Das heißt, es gibt altgriechische Kommentatoren, mittelalterliche Kommentatoren, zeitgenössische Logiker, die sich mit diesem Paragraph beschäftigt, auseinandergesetzt haben. Es ist wirklich eine unglaubliche Masse von Personen. Ich möchte zuerst aber einige technische Hinweise geben. Der Text, der die Aufnahme von dieser Sitzung wird eben hochgeladen provisorisch zumindest auf dieser Webseite und vorläufig unter dem Paragraphen 30. Januar 2008, wo Sie auch andere Texte des Aristoteles finden können. Das hat den Sinn, weil ich damals eine Lehrveranstaltung über Geschichte der Philosophie der Antike hielt und in den 16. Paragraphen, diesen Bereich von der Webseite komponieren, können Sie verschiedene Aufnahmen, verschiedene Texte über die Geschichte der Philosophie der Antike. Unter der 16. Sitzung werden Sie auch diese Aufnahmen finden können und andere Materialien. Für diejenigen, die mehr sich mit der Interpretation überhaupt beschäftigen können, muss es gesagt werden, dass im Mittelbar danach kommt ein ganzer Bereich, der dem gesamten Text der Interpretation gewidmet ist, denn ich habe im Wintersemester eben eine Sitzung geleitet über die Interpretation. Deswegen vielleicht das Interesse von dieser Sitzung jetzt. Ich möchte zuerst einen Moment rekapitulieren, die Texte, die ich verteilt habe, um zu sehen, ob Sie alles richtig bekommen haben. Sie sollten natürlich die Präsentation von University Meets Public. Das ist eben ein Text, der illustriert, wie diese Vereinbarung zwischen Universität und Volkshochschulen zustande gekommen ist. Dann sollten Sie alle bekommen haben, das Programm von heute. Hier können Sie sehen, eben die technischen Hinweise auf die Webseite, dann eine Auflistung der Texte, die ich verteilt habe, eine Auflistung von den Büchern, die ich auch unter anderem verteilt habe, und dann eine Präsentation der verschiedenen Punkte von der heutigen Sitzung. Sie sollten dann der Text von der Interpretation 9, das ist der Text, stammt aus diesem Buch, wenn Sie auch das. Es ist, wo Sie? 222. Es ist 10 und 11. 10 und 11. Wenn Sie das nicht haben, habe ich überzählige Kopien. 10, 11, es ist ein vierseitiges Dokument.
Es ist diese. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sie sollten alles bekommen haben, wenn ich mich nicht geirrt habe. Sonst habe ich überzählige Kopien. Deswegen ist es kein Problem. Dann sollten Sie die Gliederung der Interpretation erneuern. Das ist ein Text in 7 Seiten. Das ist der Autor bin ich, deswegen ich übernehme die Verantwortung. Das ist die Gliederung, um die erklären möchte, es ist dieser Text, das möchte erklären, was, es ist ein Versuch zu erklären, was in den verschiedenen Abschnitten von diesem Text passiert, sozusagen. Vorfeld vielleicht wäre besser. Es ist das. Wieder runde Interpretationen neu. Vielleicht soll ich, das ist besser, ja. Denn sonst. Gut. Dann. Entschuldigung. Dann sollten Sie ein Blatt bekommen haben, ein Text, das von einem, in einem Einblatt. Es ist Deutungen von der Interpretation 9. Deutungen von der Interpretation 9. Es ist Einblatt. Ist in Ordnung. Dann sollte sie alle einen Text haben mit einem Viereck, mit einem Quadrat. Es ist ein einseitiges Blatt, kommt aus diesem Text Weidemann, die Interpretation. Das heißt, ich kann dann auch sie. Und sie sollten diesen Text haben, Buch 3. Buch 3. 66, 67. Ja, genau. Das ist aus, ich habe das nicht verteilt, Entschuldigung. Das ist aus der Nikomachischen Ethik. Schauen wir, ob die anderen Texte stimmen. Dann sollten Sie diesen Text haben. Das heißt, dieser Text mit Epsilon 4, E4, über das Wahr, kommt aus diesem Text da. Aristoteles Metaphysik. Ups, Entschuldigung. Es ist ein Blatt. Sie sollten auch Aristoteles Lebenangaben bekommen haben. Das ist. Ich bin ja der Autor, das heißt, die Verantwortung steht bei mir sozusagen. Und dieser Text, der nochmal aus der Interpretation, aus der nikomachischen Ethik ist, Buch 6. Es ist die nikomachische Ethik des Aristoteles. Das heißt, Sie sollten zwei Texte, Buch 3 und Buch 6, bekommen haben. Und dann dieser Text, Aristoteles Werke in Auswahl. Schließlich sollten Sie noch zwei Texte des Aristoteles, zwei Texte des Aristoteles bekommen haben. Diese kommen ebenfalls aus diesem Text, aus diesem Buch, wenn Sie das. Diese Übersetzung, es handelt sich um Kapitel 7, Sie können sehen, Gamma 6, wo der Satz von ausgeschlossenen Dritten definiert wird. Und das Theta 10
Es kommt ebenfalls aus dieser Übersetzung. Das ist relevant für die Gamma 7 und Theta 10. Es ist, beide sind zweiseitiges. Wenn Sie das nicht haben, habe ich überzählige Kopien. Ist in Ordnung? Haben Sie alle? Und dann, schließlich, das ist eine Karte von Altgriechenland. Das ist nicht so wichtig, ich habe es so nur gesagt, gegeben, um eine Idee zu haben, zuzumachen. Gut. Dann scheint, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Bitte? Bitte? Ja, dann, ja, Sie haben, Entschuldigung, ja, das habe ich vergessen. Ja, Sie haben zwei Texte aus Weidemann, aus dem Kommentar. Es ist, ein Text ist die Gliederung, welche Weidemann macht. Es ist eben der Anfang vom Kommentar bezüglich der Interpretation 9. Sie können sehen, es ist nicht so lang als Gliederung, meine ist ein bisschen länger. Aber der Kommentar von Weidemann ist diesbezüglich länger als 100 Seiten. Und dann ebenfalls aus der Interpretation, ebenfalls aus Weidemann, ich habe einen Text verteilt, der sich mit einigen Argumenten und Gegenargumente gegen den Stoizismus. Das heißt, wenn Sie jetzt, natürlich bin ich auch ohne Text geblieben, wenn Sie aber schauen, in der zweiten Hälfte, der zweiten Kolumne, können Sie sehen, dass es die Rede ist von einem faulen Argument, von Argument des Faulen. Es ist ein Argument für oder gegen den Determinismus. Ja. Es ist im stoischen Bereich, aber es entsteht aus einer Überlegung über Aristoteles. Ich muss diese fotokopieren. Ah, diese habe ich nicht verteilt, Entschuldigung. Bitte sehr, komm. Bitte. Gut. Das. Gut, es ist da. Wenn Sie das. Hier beginnt diese Behandlung von faulem Gedanken, faulem Argument. Ja, genau, genau. Genau. Auch hier habe ich überzählige Kopien. Gut so. Gut. Ich habe ja, es funktioniert. Ja. Perfekt. Gibt es kein Problem bis jetzt? Das ist keine Fragen oder Erklärungserfordernisse. Gut, wir können dann etwas sagen über diese Probleme. Diese Probleme. Wie gesagt, wie eingeführt, das Problem von Aristoteles in Text von der Interpretation 9 ist ein Problem, das in gewissem Sinne von Aristoteles selbst verursacht wird. Das heißt, Aristoteles sagt das mehrmals in der Interpretation, sagt auch spezifisch im Text von Metaphysik Gamma 7, wo Sie eben die Definition von ausgeschlossenen Dritten finden können, dass von einem Aussagepaar oder von einem kontradiktorischen Aussagepaar, wie zum Beispiel morgen, ich werde immer dieses Beispiel machen, obwohl es nicht das einzige Beispiel, das Aristoteles macht, zum Beispiel morgen wird es eine Seeschlacht geben und morgen wird es keine Seeschlacht geben, das wäre ein kontradiktorisches Aussagepaar, denn die beiden Aussagen bilden die Negation von der anderen und können nicht beide wahr sein. Eine von den beiden muss falsch sein. Das Problem, mit welchem sich Aristoteles beschäftigen muss, ist, ob dieses Prinzip eine
allgemeingültige Applikation haben kann, abgesehen von der Zeit, auf welche die Aussage Bezug nimmt. Wenn er, wir werden das lesen, wenn er in Gamma 7 den Satz von ausgeschlossenen Dritten definiert, definiert er diesen Satz, indem er sagt, in einer Kontradiktion, ein Glied muss wahr sein, ein Glied muss falsch sein, es ist nicht möglich, dass es einen dritten Wert gibt, neben Wahrheit und Falschheit. Das ist das Problem des Aristoteles. Dort hat er nicht so viele Sorgen, zumindest bezüglich der generellen Anwendbarkeit von diesem Prinzip. Es wird diskutiert, ob er zuerst die Interpretation geschrieben hat oder Gamma 7. Das ist ein Problem, das wahrscheinlich niemals eine definitive Antwort finden kann. Aber in Metaphysik Gamma 7 ist er darum bemüht, den Satz von ausgeschlossenen Dritten zu definieren. In der Interpretation 9 ist er hierher darum bemüht, sich zu fragen, ob welche Gefahren entstehen können, wenn die Gültigkeit und den Sinn von diesem Satz nicht weiter diskutiert werden. Das Problem, mit welchem er sich konfrontieren wird, wie ich schon angedeutet habe, ist, wenn ich annehme, dass der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, das heißt, dass in einem kontradiktorischen Sagenpaar eine uneingeschränkte Gültigkeit hat, befinde ich mich in der Falle von Determinismus. Das heißt, ein künftiges Ereignis betrifft, schon im Vorhinein wahr oder falsch sein sollte, ist das Resultat, sagt Aristoteles, mit dem ich konfrontiert werde und vor dem ich mich befinde, ist das Resultat der Determinismus. Das heißt, die Zukunft ist schon jetzt bestimmt. Das Problem des Aristoteles ist nicht so viel zu sagen, dass ein Satz wie morgen wird es eine Seeschlag geben, Probleme schafft, wenn ich sage, gut, ob dieser Satz wahr oder falsch ist, wird morgen entschieden. Das ist nicht das Problem. Das Problem des Aristoteles ist jetzt für morgen wahr oder falsch, dass dieser Satz wahr oder falsch ist. Ja, vielleicht gibt es jetzt, warum man das gar nicht definieren kann. Das ist meine Meinung über das, das heißt, das ist meiner Meinung nach die Lösung, die er vorschlägt. Das ist meiner Meinung nach die Lösung, die er vorschlägt, aber man muss aufpassen. Ich dachte, die sind Halbwahrheiten, das gibt es ja auch. Es gibt Sätze, die sind so formuliert, dass eben sie ein bisschen wahr sind, aber nicht ganz. Die Zeitung arbeitet damit zum Beispiel, ne? Ja, das ist auch eine Interpretation, die gegeben worden ist. Das heißt, diese Interpretation hat wirklich zu den unerdenkliche Resultate geführt, sogar zur Erarbeitung einer dreivalenten Logik, dreiwertigen Logik, das heißt wahr, falsch und ein Zweitel wahr und ein Zweitel falsch bei Lukasiewicz, hat wirklich zu alle gebracht, denn der Text ist, wie Sie werden sehen können, es ist unglaublich, wie es komponiert ist. Bitte? Sie, ja. Aber das ist nicht immer hundertprozentig, oder? Ich weiß nicht, wie man das hat so einen mythologischen Diskurs irgendwie erklären, sondern es geht, die Quantenphysik geht auch in die Richtung jetzt nicht. Ja. Ja, ohne Zweifel ist dann die Gültigkeit von Satz von ausgeschlossenen Dritten auch in der zeitgenössischen Logik diskutiert worden. Das heißt, es gibt diejenigen, die sagen, nein. Es kann nicht eine allgemein gültige
eine gemeingültige Valenz haben, denn zum Beispiel, das ist die Position von einem britischen Logiker, damit er sagt, ich soll eine Konstruktion haben, um zu beweisen, dass etwas wahr oder falsch ist. Es ist etwas, das mit der intuitionistischen Mathematik begonnen hat. Das heißt, ich kann nicht sagen, wahr oder falsch bestehen, abgesehen vom Subjekt. Es ist das Subjekt, das Gründe für die Wahrheit oder Falschheit von einer gewissen These in der Mathematik und dann, das ist ausgeweitet worden, bringen soll. Ist das Subjekt der Forschende, die Forschende, nicht in der Lage, diese Gründe anzuführen, kann er nicht sagen, kann sie nicht sagen, ob etwas wahr oder falsch ist. Das ist eine andere Interpretation. Ein anderes Interpretationsmodell der Wirklichkeit, sozusagen. Das heißt, die Wirklichkeit besteht nicht abgesehen vom Subjekt. Es ist das Subjekt, das sozusagen die Wirklichkeit macht. Das hat begonnen mit der intuitionistischen Logik im 20. Jahrhundert, hat natürlich Wittgenstein sehr, sehr viel beeinflusst für seine Grundlagen der Mathematik. Dann ist ausgeweitet worden praktisch auf andere Bereiche der Wirklichkeit. Hat begonnen mit einer anderen Interpretation der Mathematik. Hat so begonnen, das heißt historisch gesehen, im 20. Jahrhundert. Wird nicht mehr so uneingeschränkt akzeptiert, aber aus verschiedenen Gründen als diejenigen, die Aristoteles sozusagen angeführt hat, sind Gründe, die nicht sozusagen koinzidieren mit denjenigen des Aristoteles. Trotzdem ist es wahr, stimmt, das Prinzip des ausgeschlossenen Dritten wird nur in bestimmten Bereichen der Mathematik oder anderer Interpretation der Wirklichkeit angenommen, aber nicht so ungefragt. Das ist wahr. Das auch, ja, also zum Beispiel in der... Ja, aber... Stimmt, ohne Zweifel. Und der Text des Aristoteles ist aber natürlich sehr, sehr... ist sehr lang, wie Sie sehen können, und hat eine lange Diskussion, wie aber, um das sozusagen Synthetische einzuführen, einzuleiten, wie will Aristoteles sagen, wie versucht er zu sagen, dass ich mir nicht leisten kann eine uneingeschränkte Applikation, Anwendung des Satzes von angeschlossenen Dritten. Warum er sagte, der Determinismus sei falsch. Er sagte, der Determinismus sei falsch, weil ich sehen kann, dass ich durch meine Überlegungen und durch die darauf folgenden Taten Autor meiner eigenen Handlungen bin. Das heißt, durch meine Entscheidungsmöglichkeiten und durch meinen Entscheidungsbereich kann ich konstatieren, dass ich nicht determiniert bin. Deswegen habe ich diesen Text von der Nikomachischen Ethik 3 verteilt. Und er sagt dort, der Mensch ist der Autor seiner eigenen Entscheidungen und Taten und Handlungen. Jetzt kommt es schon nicht darauf an, wer diesen Satz sagt, wenn jetzt der König diesen Satz ausspielt und er plant nächsten Tag diese Seeschlacht zu organisieren, hat es einen anderen Wahrheitsgeraden, wenn es ein anderer sagt, der keine Ahnung davon hat, oder? Ja, das heißt, eben das. Haben wir den Satz eben definiert, ne? Ja, aber das Problem ist auch, das heißt, wenn es wäre der Determinismus wahr, das kommt klar raus aus dem Text des Aristoteles, wäre der Determinismus klar, würde es zum Beispiel keinen Zufall geben, würde jede Überlegung, die ich um eine Entscheidung zu treffen, erarbeite, unnützlich sein, denn alles ist schon determiniert. Deswegen ist es unnützlich, dass ich sozusagen mir die Mühe gebe, zu überlegen, was ich machen soll, was zum Beispiel gerecht ist zu machen, was ungerecht und so weiter. Alles ist schon determiniert. Da eben diese Hypothese als absurd gelten soll, sagt Aristoteles, dann kann ich nicht deine deterministische Perspektive eingehen.
Das bedeutet aber auch, dass sich die Interpretation vom ausgeschlossenen Dritten in Bezug auf die künftigen Ereignisse variieren soll. Das heißt, ich muss sie ändern. Die Lösung des Aristoteles wird so sein. Es ist falsch, bezüglich immer der Seeschlacht, ich mache nur dieses Beispiel, aber Sie werden sehen, es gibt sehr viele. Das ist das, was sozusagen zur Berühmtheit erhoben worden ist, aber eigentlich es ist nicht das einzige Beispiel. Vielleicht ist das, was am meisten beeindruckend war. Ich kann nicht sagen, morgen, es ist notwendig, es ist entweder notwendig, dass morgen eine Seeschlacht geben wird, oder es ist notwendig, dass morgen eine Seeschlacht geben wird, sondern ich muss sagen, es ist notwendig, dass entweder morgen eine Seeschlacht geben wird, oder morgen keine Seeschlacht geben wird. Das heißt, ich kann das auch schreiben, es scheint sehr ähnlich zu sein, es ist alles anders, wenn man das liest. Das ist richtig. Das heißt, es gibt eine Notwendigkeit, dass morgen entweder das oder das. Nein. Ja. Das ist richtig. Das ist die Lösung. Oder? Das steht für oder. Das ist der Sinn für oder. Das ist falsch. Es ist nicht jetzt notwendig, dass entweder eine Seeschlacht stattfinden wird, oder es ist notwendig, dass keine Seeschlacht stattfinden wird. Das ist falsch. Die Notwendigkeit betrifft die Disjunktion. Es ist klar, entweder stattfindet oder nicht stattfindet. Aber nicht, es ist jetzt notwendig, dass stattfindet, oder es ist notwendig, dass nicht stattfindet. Aber wenn die Welt noch untergeht, ist es auch nicht zwingend, ja? Ja, natürlich hat Aristoteles sozusagen diese Sorge nicht. Das heißt, er will dort sozusagen einen Raum für die Kontingenz retten. Er will sagen, es ist nicht so, dass alles schon jetzt im Voraus determiniert ist. Ja, das heißt, ja, natürlich. Das wird die Antwort des Aristoteles sein. Das wird die Antwort des Aristoteles sein. Eine Antwort, das heißt, Sie werden sehen, dass eigentlich der Text sehr komplex ist, aber synthetisch so darzustellen, so dass wir dann uns nicht verirren im Text selbst. Aristoteles sagt, ja gut, der Satz von ausgeschlossenen Dritten ist gültig für die Vergangenheit. Sie können sehen, in der Interpretation, in dem zweiten Text von Nikomachischer Ethik 6, er sagte, kein Gott kann auch das so machen, so bewirken, dass das Ungeschehene nicht geschehen ist. Das heißt, die Vergangenheit ist notwendig. Es ist so oder so. Deswegen eine Aussage über die Vergangenheit, es ist schon jetzt entweder wahr oder falsch. Für die Gegenwart gilt dasselbe. Das ist auch notwendig, denn es ist da sozusagen. Es ist notwendig im Sinne, es ist schon anwesend. Deswegen eine Aussage, ich kann nicht sagen, entweder gibt es eine Seeschlacht oder gibt es nicht. Es gibt oder nicht. Wahrheit und Falschheit und ausgeschlossenen Dritter gelten. Für die Zukunft, das ist nicht wahr. Kann ich sagen, dass schon jetzt determiniert, notwendig, wahr oder falsch ist, schon jetzt, dass morgen, übermorgen, in 1000 Jahren, in 2000 Jahren natürlich, eine Seeschlacht stattfinden wird oder nicht. Es ist nur notwendig, dass entweder sie stattfindet oder nicht stattfindet. Das gilt, aber nicht zu sagen, notwendig gibt oder notwendig gibt es nicht. Aber kann die Vergangenheit eigentlich nicht nur die beurteilen, die sie auch selbst erlebt haben? Das sind immer schwierig Sachen, ja. Oder falsch darzustellen, ja. Das ja, aber Aristoteles sozusagen ist ziemlich realistisch, wenn er über die Tatsachen der Vergangenheit spricht. Das heißt, er sagt nicht, es ist eine Sache von Interpretation. Die Vergangenheit ist so bestimmt. Es muss auch gesagt werden, Aristoteles hat normalerweise eine Fassung, die
sagt, der dir zu sagen, die Wirklichkeit besteht abgesehen vom Urteil vom Subjekt. Es ist nicht das Subjekt, das die Wirklichkeit macht durch das Urteil, durch die Interpretation. Die Wirklichkeit ist da, das Subjekt empfängt die Wirklichkeit sozusagen. Aber es gibt eben viele auch Falschlesungen der Vergangenheit und viele Leute, die sich da verirren in einen Dschungel. Wie kommt das denn zustande? Ja, das ist. Alles klar sein, ist es eben nicht alles klar, ja, wie es sein sollte. Das ist das Problem, denke ich. Ne? Ja, es ist ein Problem, aber Aristoteles thematisiert dieses Problem nicht, denn er tendiert her zur Auffassung, die Wirklichkeit besteht abgesehen von ihrem Erkanntwerden oder nicht erkannt werden, wahrgenommen werden oder nicht wahrgenommen werden. Er ist ein strikter Realist in diesem Sinne. Es ist nicht das Subjekt, das die Wirklichkeit macht. Das Subjekt findet, nicht erfindet. Findet, nicht erfindet. Findet etwas, das schon da ist. Dann, natürlich kann ihm angewendet werden, dass nicht alle Bereiche so klar sind wie Mathematik. Ja, es ist Mangel an Erkenntnis. Es ist ich, der nicht wissen kann, aber die Wirklichkeit ist schon da. Schon da. Da ist in diesem Sinn, das heißt, das Subjekt in der Erkenntnisprozess spielt hier eine empfangende Rolle, nicht eine konstruktive Rolle. Das scheint auch zu resultieren aus über die Seele, über die von seinen Theorie der Erkenntnis. Das Subjekt nimmt die Wirklichkeit auf, erfindet nicht, konstruiert nicht, konstruiert nicht. Wenn das Subjekt die Wirklichkeit nicht kennt, ist Schuld des Subjektes. Schuld ist der mangelhaft. Aber die Wirklichkeit besteht abgesehen, unabhängig vom Subjekt. Ganz gleich, ob das Subjekt sie erkennt oder nicht. Es ist natürlich ganz anders, als in der modernen Physik gesagt wird. Viele, die ich kenne, die Physik studiert haben, sagen, nein, Aristoteles wäre einfach unvertretbar. Auch die Mathematiker seien einfach so, aber sagen so, er hat eine andere Mentalität in diesem Sinne. Er ist wirklich anders als die Mentalität, die dann sich behauptet hat, die neue Mentalität vom 20. Jahrhundert. Ja, erst die Beobachtung, ja, bei der Quantenphysik, ne? Erst die Beobachtung schafft dann die Wirklichkeit. Ja, ja. Ja, auch Wittgenstein sagt, dass die Quanten, ja, deiner Quanten, die Quanten der Welt, die Möglichkeit, was zu erkennen, nicht gibt. Ja, kann man ja auch so sehen. Ja, eben, das ist ja das Problem. Ja,